Moin Moin und willkommen zurück zu Mass Effect 1. Wir befinden uns immer noch auf Pharos und haben da noch einige Aufgaben zu erledigen. Wir können mal kurz rein ins Tagebuch gucken. Also wir haben ganz oben Datenrettung. Den Computer haben wir ja gefunden. Das heißt, wir müssen Energiezellen noch finden. Das Fleisch geht in den Tunnel finden. Die Wasserversorgung sicher. Wir haben eigentlich fast alle Ventile aufgemacht. Da fehlt noch ein Ventil, wie man sieht. Lieferung untersuchen. Das machen wir später. Das gehört nicht mehr dazu. Aber alles die Pharos-Aufgaben, die machen wir jetzt alle mal. Versuchen zumindest alle zu machen. Lass uns doch einfach mal da reingehen. Wir gucken mal jetzt kurz beim Squad. Da haben wir ein paar Punkte bekommen. Die machen wir mal erhöht. Machen wir die taktische Panzerung auf jeden Fall höher. Und dann vielleicht nochmal schmeicheln. So. Bei den anderen, ja, da haben wir schon fast alles hoch. Die Kampfpanzerung ein bisschen höher. Erste Hilfe kriegt sie auch nochmal ein bisschen. Obwohl, warte mal. Dann fangen wir lieber hier hin. Lieber noch einfach ein Sturmangriffstraining. Und Soldat. Gut. Er kriegt auch... den haben wir ja voll. Machen wir mal lieber hier die Dechiffrierung ein bisschen hoch. Und nochmal die taktische Panzerung. So. Ich speichere zwischendurch immer noch mal gerne. Und dann lass uns mal die Tunnel durchforsten. Ob wir irgendwas finden, was in welche in diese Richtung geht. Sind es eigentlich nur hier die Tunnel oder gibt es auch andere Tunnel? Das ist die Frage, ne? Ich glaube, es gibt nur diese hier. Wir schauen mal. Wahrscheinlich gibt es jetzt andere Wege, die freigemacht worden sind. Wäre für uns natürlich ideal. Die überbrücken wir manuell. Ja, das geht noch leicht. Ne? Ich glaube, wenn dann mal schwer kommt, dann ist man, hängt man vielleicht dran. Aber jetzt im Moment geht es ja noch. Feinde so. Gesichtet. Okay. Was ist das? Da ist noch einer, ne? Ist da noch irgendwo einer? Wir hätten das Ding in die Luft jagen können, fangen wir drauf. Haben wir jetzt nicht gemacht, ist auch egal. Verstehe, so geil ist einfach so Computer hier einfach mal so rumstehen, wo man nichts mit dem machen kann. So, schauen wir, was hier drin ist. Geheime. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind. Und empfehlen, jeden Kontakt mit den Notrauskolumnen abzubrechen. Okay. So, hier waren Gegner, aber hier sind gar nicht so viele Leute. Wir gehen mal nach oben. Ist ja noch irgendwer blockiert, also ich glaube, ein paar Gegner werden hier noch sein. So wie bei den anderen. Wir haben kein Werkzeug, um das Ding rauszureißen. Sucht weiter. Okay. Ah, guck mal. Da sind die Gegner. Können wir da ein bisschen was reißen? Ah, da sind noch mehr, okay. Wir heilen uns mal kurz. Was ist das? Könnte helfen. Wenn wir nur einen der Greifer entfernen können, fällt das Schiff. Okay, lass mal gucken, ob wir das hinkriegen hier. Wir haben die Schilde verloren. Schwere Dechiffrierung. Mal ganz kurz was gucken. Auf irgendwas hat sie ja gerade gesehen. Wir machen mal kurz. Also Schwere machen wir, versuche ich gleich mal, sonst überbrücke ich das mit Gel, aber erstmal so. Lustig, dass wir gerade darüber geredet haben und jetzt gleich schon die Schwere, die Chiffrierung kommt. Werden wahrscheinlich 8 Kombinationen sein, mal gucken. Okay. Nicht so schwer, ne? Laut den Daten dieser Kolonie bereiten die Geth einen Größenangriff auf den Drahtsektor vor. Wenn diese Informationen korrekt sind, ziehen sie gerade an die größte Streitmacht irgendwo im Armstrong-Nebel zusammen. Gut zu wissen für uns.
Ich muss ja leider alles mitnehmen. Haben wir nachher irgendwie das Problem, dass wir nichts mehr haben. Oh, hab ich nicht gelesen. Na gut. Türsteuerung Shuttle Dock. Die verdammte Tür zur Shuttlebucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 Psi oder darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 Psi aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 34 Psi schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren. Aha. Nee, nee. Okay, das kann man ändern. Also, was ist das hier? 5? 17? 5, 17, 13 macht nicht so viel. 5, also das sind 28. Warte mal. 5, 11, 17 sind 22. Plus 11 sind 33. Sehr gut. Wie cool sieht das denn aus, bitte sehr? Oh. Zerstört. So geht das. Die Türen sind gleich offen. Dann kümmern wir uns um dieses Turianer-Ding. Gut. Verdammt. Ich hätte zu gern das Gesicht von deren Piloten gesehen, als das Ding kippte. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Es könnten noch ein paar Geht im Inneren der Basis sein. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander. Reden Sie mit mir. Joker. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Halten Sie die Kolonisten von der Normandy fern. Schießen Sie, wenn Sie müssen. Okay, Commander. Wir geben ein paar Warnschüsse ab. Das sollte Ihnen Beine machen. Hier wird es gleich vor Geht wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Okay, er soll ja nicht gleich die abballern, obwohl, kann er auch ruhig, für mich auch nicht. Auch hier ist noch ein mittelschweres Ding. Ah, nein, ich habe falschen Dings gedrückt. Können wir das Gel mal, zack. Haben wir auch ewig die Benutzung Medigel, also eher so ein Gel, deswegen ist es egal. Alles sicher, Commander. Achso, mehr kann man nicht machen. Das war nur das Ding, was er gezeigt hat, dass man da was machen kann. Gehen wir schnell zurück. So. Wir werden wahrscheinlich draußen auf uns warten, die geht. Würde ich mir vorstellen. Ein paar von denen auf jeden Fall. Wo ist er jetzt auf? Jetzt kommen wir hier rein. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Sie sagten, Sie wüssten nichts über den Torianer. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Geht angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Wo ist er? Wo ist der Torianer? Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Geht angriffen. Aber was wollen die Geht von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Normandy an Landetrupp, kommen Sie rein. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Geht-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Okay. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Ja, komm ruhig mit.
Also da sind wir jetzt durch. Da von den Landen sind wir gekommen. Hier durch brauchen wir, glaube ich, gar nicht, oder? Oder hier geht es ja nicht weiter. Hier hatten wir diesen einen erschossen. Genau, also hier ist der falsche Weg. Entschuldigung. Ist da hinten jetzt rausgekommen, wo wir nicht durch konnten. Aber müssen wir denn mit unserem Fahrzeug wieder zurückfahren jetzt? Wahrscheinlich, ne? Jetzt haben wir natürlich nicht viel erreicht hier, Feroz. Wir haben jetzt nicht unsere Aufgaben gemacht, wie wir denen hätten helfen können. Aber das kann uns auch egal sein, oder? Wir gehen erstmal hinten einen anderen Weg. Oh, Alter, die Steuerung wieder rausfahren hier. Ja, los geht's. Und man sieht, wer da oben ja schon geschossen. Paar Mal getroffen auf jeden Fall. Aber egal. Problem ist, die Wendigkeit von diesem Gerät ist wirklich nicht jetzt das allerbeste. Aber damit klappt das schon. Okay, ich wollte noch gucken, ob ich davon in die Ecke schießen kann. Kann ja wahrscheinlich. Oh, wahrscheinlich ist hier gar keiner. Warum zeigt man auf dem Radar dann irgendwelche an? Aber hier sind gar keine. Oder zeigt man auf dem Radar, zeigt man welche an. Aber es ist wahrscheinlich hier unter. Oder da rein vielleicht, wenn ich da rein gehen würde. Aber dann müssen wir nicht rein. Okay, halt mir längs. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Hier ist Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Na, da waren wir doch schon mal drin bei denen. Wir waren da ja schon mal bei denen, also, naja, gut, gehen wir dann nochmal hin. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Oh. Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Was ist er denn für ein Typ? Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Geht Sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was auf Akuse passiert ist. Es muss hier nicht ebenso enden. Wir können darüber reden. Niemand muss verletzt werden. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, John. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Ferros her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Ich lasse nicht zu, dass Sie diesen Leuten noch länger schaden. Lassen Sie die Waffe fallen oder es passiert was. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss? Oh. Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Ich muss herausfinden, warum die Geth hinter dem Torianer her sind. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Torianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben.
Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Nervengas? Wie mit einer Gasgranate. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Statten Sie Ihre Granaten mit dem Antitorianer-Gas-Upgrade aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Viel Glück. Gut, aber wo müssen wir denn längs jetzt? Gut, hier sind wir oben. Das war mal ein Nieser. So. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch. Und wie kommen wir da hin? Müssen wir hier den ganzen Weg wieder zurückfahren jetzt? Oder könnten wir theoretisch auch... Oder müssen wir wieder zum anderen Ding hin? Wir gucken mal, wo wir hin müssen. Weg machen und das nichts. Okay. Wenn Marco gleich schon Schrott ist, bevor wir da ankommen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich glaube, wir müssen wieder in eine andere Richtung, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das richtig ist. I don't know. Oh, wer ist er denn? Was zum Teufel war das? Ich habe keine Ahnung, was diese Pflanze mit den Leuten macht, aber das war kein Mensch. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt, dafür haben wir die Gasgranaten. Alles klar, Commander. Kann losgehen. Okay, wir müssen einmal die Granaten ausstatten, glaube ich. 16 lebende Kolonisten haben wir noch. Wir speichern einmal vor. Beziehungsweise rüsten das einmal, das Ganze einmal aus. Danke. So, müssen wir gucken. Granaten da. Upgrade? Antitorianer-Gas da. Gut. Könnt ihr das auch auswählen? Hier haben wir keine Granaten. Okay, das bin nur ich, der die Granaten hat. Okay, das heißt, meine Granaten sind aber ausgerüstet damit. Okay. Gut. Hab ich das rausgenommen jetzt? Nein, okay. Gut, speichere nochmal. Dann gehen wir da mal rein. Muss ich den Wagen nehmen, ne? Oder müssen wir zu Fuß rein? Ich weiß es gar nicht. Jetzt gar nichts, ne? Ich
Okay, die sind alle K.O. Durch unsere Nervengasgranate. Guck mal, ob das klappt. Anscheinend schon. Haben wir gut? Muss natürlich aufpassen, wer welche, was welche sind und was welche nicht sind. Ne? In den Po. Immer in den Po schießen. Runter jetzt! Achtung! Beschuss! Lass sie nicht schießen auf die. Komm hierher zu mir. Aber ich sehe diese Granaten nicht. In Deckung! Oh, jetzt. Achso, ich muss die auch auslösen. War natürlich dumm von mir. Es wimmelt von ihnen bei der Borealis. Wenn wir ein Frachtmodul wegschieben, werden wir ja sehen, was da alles rauskrabbelt. Das ist auch nervig, oder? Das ist die Kransteuerung. Wir haben noch. Wir haben noch ein paar, die jetzt nicht tot sind. Das ist alle mal gut. Ziele neutralisiert. Ja, lass uns den Torianer mal anschauen. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Ups. Und cool. So, ich bin ein bisschen gespannt, wie der Torianer aussieht. Hier geht es runter. Und den schauen wir uns an. Allerdings erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ja, tschüss.